Hallo, liebe Leute, liebe Freunde und Freundinnen. Ja, ich sage heute mal Prost mit Milch und herzlich willkommen in meinem Küchenstudio, in CPRs Küchenstudio. Ja, heute trinke ich Milch und keine Latte. Man kann ja nicht immer eine Latte haben, also trinke ich mal Milch und ja, ich freue mich, dass wir uns mal wiedersehen, dass ihr mal endlich wieder in meiner Küche, in meinem Küchenstudio zu Besuch seid. Ist das nicht schön? Freut ihr euch da auch drüber? Na, freust du dich drüber? Du? Und du auch? Ja? Und du? Na, ich weiß Bescheid. Klar. Also, ich trinke jetzt nochmal einen Schluck. Und dann verrate ich euch, was ich heute kochen will. Und zwar... Guckt euch mal an, was ich hier habe. Ja, was sind das wohl? Nein, 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 das sind keine Frikadellen, sondern das werden Königsberger Klopse. Ach, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hell genug ist. Ich mache mal das Licht an, das große, ne? So. Dann könnt ihr mich vielleicht besser sehen. So, hier habe ich noch einen Klops und den drehe ich jetzt einfach mal. So, das hat mein Vater schon gemacht. Er hat Klopse gedreht, kleine Klüten. Nicht? Hackklüten für die frische Suppe. Das hat er geliebt. Ja, und ich auch. Ne? Ja, so, nun habe ich die alle schon fertig. Ich habe ja schon ein bisschen vorbereitet. Und die Königsberger Klopse. Ja, was kommt da rein? Also, Hack. Habe ich euch ja schon gesagt. Da kommt Hack rein. Da kommt ein Ei rein, Salz, fetten Speck, Sardellenpaste und weißer Pfeffer. Ja, und noch ein eingeweichtes Brötchen, was so 10 Minuten im Wasser liegen musste. Und das habe ich nun zerpflückt, da reingetan. Dann habe ich das alles ordentlich mit der Hand vermengt. Nicht? Ja, muss man ja wohl mal. Ich mache mal eben das Radio aus. Ne? Sport interessiert mich ja nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob dich das interessiert. Aber es wäre ja auch egal, was dich interessiert. Ich mache meine Brille ab. Ja, und ich habe jetzt schon mal das Wasser aufgesetzt. Hier, da... Das ist das Wasser mit einer Zwiebel drin, Pfefferkörner und Gewürzkörner. Das muss jetzt aufkochen und dann kommen die Klöße da rein. Und die müssen dann 10, nee, muss man eben in mein Kochbuch kommen, ohne Brille geht das wieder nicht. Ich glaube 20 Minuten, ja 20 Minuten müssen die dann kochen. Und ja, ist das auch große Flamme, ja. 20 Minuten oder ziehen lassen und dann erst mache ich die Soße und da will man eben gucken, was da in die Soße reinkommt. Ja, Margarine, Mehl, Kapern, oh ja, Kapern und Zitrone. Ja, und ein bisschen Senf und ein Eigelb, Zucker und Salz, ja, und weißer Pfeffer, nicht? Und das verrühre ich dann schön. Meine Soßen, das muss ich euch sagen, meine Soßen werden immer 5 Minuten gerührt, bevor sie fertig sind. Und dann schmecken sie immer fantastisch. Also müsst ihr mal ausprobieren. Soßen mit einer Mehlschwitze immer 5 Minuten rühren lassen. So, und jetzt kocht auch schon das Wasser hier. Und jetzt kann ich mal so nach und nach die Königsberger Klopse da reingehen. Das mache ich dann so, ich lege die hier drauf, guck dir das nochmal an, damit du da, wenn du nachkochst, auch was ist hier eine Fliege. Mache ich gleich mal 2 rein, so. Nochmal 2. Und nochmal 2. Das wird eine ganze Menge, ich glaube, ich kann euch einladen. Aber bis ihr hier seid, ist das Essen ja schon kalt geworden, also von daher verzichte ich jetzt mal drauf, aber ihr könnt ja, und das wisst ihr ja, meine Rezepte anfordern über cpsküchenstudio@gmx.de und ich schicke euch dann das Rezept nach. So,
Das habe ich schon drin. Dann kann ich jetzt ziehen. Jetzt wird die Eieruhr gestellt. So, 20 Minuten. Ja, und die Kartoffeln. Die Kartoffeln habe ich jetzt auch aufgestellt. Salz ist da auch schon drin. Ja, und dann geht das nachher bald los. Ich freue mich schon so. Ein bisschen Hunger habe ich ja schon. Wir haben heute Nachmittag Pflaumenkuchen gekriegt. Der schmeckte so gut. Von Uschi gebacken, ja. Uschi und Jürgen, mit denen waren wir heute unterwegs, ne? Ja, und dann ja, lassen wir uns das einfach mal gut schmecken. Denken an dich, an euch. Und ja, ach so, was ich vergessen habe. Lorbeerblätter, die sind bestimmt noch von meinen Eltern, die Lorbeerblätter. Die hatten immer so viel im Voraus. Hast du auch immer so viel im Voraus? Naja, muss man ja auch nicht haben. Aber bei uns wird alles aufgebraucht. Weggeschmissen wird nichts. Nee, wir sind ja noch von der alten Schule, ne? Ja, und dann gucken wir einfach mal, wie das so weitergeht. Jetzt suche ich schon mal was und ja, ich werde euch dann sagen, wie das geschmeckt hat oder auch nicht. Mal sehen, mal sehen. Das Rezept, also die Adresse für das Rezept, findet ihr wieder am Anschluss von meiner, vom Abspann, nicht? Müsst ihr schön mitschreiben, schreibt mir gerne und wenn euch das gefallen hat, könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Wenn euch das nicht gefallen hat, dann lasst das mal lieber sein, nicht? Ich bin euch auch ein bisschen empfindlich. So, ich sage jetzt einfach mal einen schönen guten Abend und habt das gut und bis bald. Tschüss.